Hallo und herzlich willkommen in die zweite Folge hier bei Kategorien Thüringen, Besuch 3 von 101. Ja, ich fahre jetzt mit Feld Nummer 47 und dort werden wir kalken. 48 ist fertig. Links ist schon ein Weiz drauf, also da kalken wir nicht mehr. Muss ich eigentlich vorher gekalken normalerweise. Muss ich mal so angewöhnen jetzt allgemein, da wo gepflügt wurde oder halt. Ja, Rohzustand, ne? Also, wenn ich gepflügt werden muss, halt. Dann pflügen wir halt nicht. Also, dann wird halt Kalk auf der alten Saat drauf, ne? Und Stoppeln noch sind. So, da sind wir. Als erstes ändern wir hier ab. Mal gucken wir mal, wie die Auffahrt hier heißt. Wenn man hier rauf fährt, ne? Das ist. Gucken, 47 nach Ost. Mal korrigiert, dann haben wir hier eine Kursgenerierung für Feld Nummer 47. Warum ist da 9? 9 haben wir noch gar nicht. Da müsste Raps drauf sein normalerweise. So, ja, 3 Vorgewände, lass mal so. Haben 3. Ja. Das ist besser für die Kurve, für den Wenden und so. Ne? Wenn er jetzt nur einen Vorgewende, müsste er viel rangieren hin und her und so, das wäre ein bisschen aufwendig. Fertig ist. Kurz speichern. Das Speichern ist hier. Erstmal das richtig. Feld 47 kalken. Die kalken. Und 18 Meter speichern, dann haben wir am nächsten Mal auch, falls ich mal das Spiel mir laden darf, muss, will oder was auch immer, dann brauche ich halt ja nichts programmieren, ne? Ist schon fertig, dann brauche ich nur starten. Ansonsten müsste wieder neu berechnen. So, machen wir den Kurs wieder aus. So. Da ist er noch bei, dann müsste eigentlich irgendwo kaufen, wie der aussieht. Jemand ist faul, ne? Kühe. Milch. Futter genug da? Ja, das reicht mal aus. Oder war hier noch nicht, also ich stelle was fest, der fährt hier bösen Mist, ne? Ach gut, ja. Das liegt daran, vom Feld 12. Er hat sich einen Kurs gewählt, den ich sagen würde, so nicht gewollt hätte. Ne? Also muss ich hier die Bahnen wegräumen und da den Weg freiräumen. Also das ist ungünstig. Aber ich möchte jetzt nicht im Kurs. Einsteigen, das würde ich jetzt nicht. Weil dann müsste wir neu programmieren, das wäre ungünstig. Wir werden wieder zurückfahren. Drehen, Junge, drehen. Jetzt wäre ein Radlader hier nicht schlecht, aber haben wir nicht da. So. Also muss ich hier Platz schaffen. Ist schlecht. Ich weiß, wo ich lassen soll. Keine Ahnung. Erstmal die Bahnen wegräumen. Der Anhänger muss weg. Ja.
Wo stellen wir den besten hin? Wo steht er nicht im Weg, ne? Normalerweise soll er nicht hier lang fahren, ne? Das ist immer ganz kurz. Jobs gehen es auch ungünstig. Fällt er wieder um. Schubsen hilft doch nicht. Schubsen hilft doch. Gut. Nicht gut, ne? Die Ballen müssen weg. Das sind ja alles mehr oder weniger Grasballen. Stellen wir auf der Wiese. Glück die Nase. War der voll wieder? Weiß gar nicht genau. Ich wollte sowieso ein paar Tiere wegfahren, aber waren nur zwei, glaube ich. Ne? Das hat sich nie gelohnt. Ja, in der Halle könnte ich reinfahren, theoretisch. Da war bei den Kühen. Stellen wir hier rechts hin. Da ist eine Auffahrt. Da sehe ich schon, wo Probleme auf mich zukommen. Na gut. Den Hänger im Effekt nehmen. Das ist jetzt immer was nicht gewollt ist an Arbeit, ne? Da liegt aber drum. Das Problem liegt aber daran gewesen, dass ich hier Heu reinfahren wollte. Pferdegras Heu oder Heu Silage, also hier von Luzerne und so, das wollte ich hier reinfahren und immer zu früh abgekippt und da hat sich umgewandelt in Häckselgut. Ich sag mal so, es hat sich in der BGH von der Siedlung Häckselgut. Warum das so ist, da ist er ja fertig, ne? Keine Ahnung warum, ne? Ist halt so, ne? Oh, die Ballen mal wegbringen hier. Gleich nebenbei. Locking. Fantastik. Macht der Randkette an und macht Probleme sicherlich. Tür macht 20 km/h. Oh, so faul. Der kommt noch fleißig. Könnte auch schon faul sein, theoretisch. So, aufladen. Dann räumen wir die Ballen mal weg. Fahre ich den ganzen Mal eine Kuh weiter rein. Ja, soll ich tun, ne? Kein Platz. Wegräumen und das nächste Mal wieder gleich Probleme hat hier. Rückwärts fahren. So weit wie es geht. Sollten alles Grasflaseballen sein, ne? Also könnte ich auch bei der BGH abkippen, ne? Also so ist das auch nicht. Oder sind alle weg? So. U. Z. Wir müssen reinschieben hier.
voll. Ich habe ja noch genug, von daher ist das Ganze. Ich schalte mal hier. Da geht's auch nicht rein, da fährt er doch mal durch. So. Dann stellen wir ihn mal ganz einfach mal in die unteren Halle rein, da ist ja soweit. Oder so rumkommen, gut eng. Das ist eng. Na gut. Bis nachher. So, bisschen geschoben und getan. Ich muss den ja aus dem Verkehr ziehen, ne? Sonst steht er wieder im Weg, ne? Der zweite Hänger, war mir eh klar, was Probleme macht. Ja. So ist das, ne? Und ich denke, man hat eine wenigstens alles fertig und dann kommen andere Probleme auf, ne? So. Ich schalte um auf den. Ja. Jetzt sehe ich die Maus gar nicht. Wo ist die Maus? Nachbarbildschirm? Nö. Hat eine Spur eingefahren, ne? Wenn es theoretisch wäre, ne? Dann gehen wir. Ja, wahrscheinlich. Machen wir gleich selber. Brauche ich in Förderband. Ja. Wahrscheinlich muss er doch in der hinteren Hand sein. Das hätte so nicht funktioniert, wenn er woanders hinfahren könnte. Aber gut. Dann muss ich nächstes Mal auf Position 3 fahren lassen. Das ist ja auch Option, ne? Silage Punkt 3. 2, das ist ein anderer Punkt. Das darf ich nicht anschalten jetzt, sonst fährt er los und macht die Ehrenrunde. Dann stehen wieder. Und ich bin auf das angewiesen, auf das Geld. Mehr Einnahmen haben wir jetzt nicht, ne? Also Körnermais verkauft hätten, wäre schon Geld da. Die Lage muss einmal verdient werden. Ich finde ja an sich, ja, das sind Dienstmöglichkeiten, ne, sagen wir so. Aber in der heutigen Zeit sollte man, denk mal, nach Möglichkeit Flächen nutzen für Lebensmittelproduktion und nicht für Energie. Ne? Für Energieerzeugung bin ich da eigentlich nicht der Meinung, dass man das machen sollte. Was ich gehen würde, wäre theoretisch, wenn man jetzt Bioabfall nehmen würde, ne? dass man da so verwerten könnte. Dafür bin ich noch, dafür wäre ich, ne? Wie gesagt, rein Lebensmittel her.
wovon sich die Tiere ernähren könnten, würde ich sagen, okay, nichts zur Energieerzeugung nehmen. Mist und Gülle, ja. Das enthält ja noch ein bisschen Energie, ne? Bin ja gespannt, ob das da hinten sich auch öffnet, soweit wenn wir da angekommen sind. Ein bisschen fahren müssen wir noch. Vielleicht ist noch einen zweiten Fahrer ein. Mal sehen. Ups, so weit. Ey, hat er Frischmeiß genommen. Ah, hat er gelöscht, okay. Das man höchstens für die Kühe noch nehmen können. Ein Stuhl weg. Muss mal sehen, dass ich da ja, irgendwann mal so ein Schweißgerät kaufe. So. Der Hof einzeln erfahren. Dann machen wir es anders. Denn ich muss mal ganz kurz deaktivieren und aktivieren, damit er näher Hof. Also 3 auch weiß, ne? Sonst weiß er da nicht hin. Und dann muss ich mal sehen. Er holt gerade Kalk. Sauber, so. Wollten einen zweiten Traktor nehmen. Den können wir ja selber fahren, ne? Das Ding machen wir hier wieder weg. So, was schaffen wir? Könnt auch die Fräse nehmen, wäre auch ganz gut. Mal schauen. Immer die Fräse. Fahren wir selber. Ups, daneben. So, die Schau, das soll es auch schon vorher gewesen sein. Na, tschüss, ciao, ciao. Ja, noch schönen Dank für das Reinschauen. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart. Also für den Rest Montag noch, für den Rest Montag und dann geht es weiter morgen. Ja, hier mit dem zweiten Anhänger mit Silage. Mal sehen, ob wir da ein bisschen was in, ja, wegkriegen. Ne? Tschüss, ciao. Ja, ein bisschen Laune ab, morgen geht es weiter. Mal schauen, ob wir da hinkommen, wo wir da im zweiten Silo in der Mitte abgedeckt haben. Ne? Tschüss und vielleicht bis morgen. Tschüss.